Es geht bei dieser Aufgabe darum, den Nenner rational zu machen. Und die erste Aufgabe, die sollte ziemlich einfach sein. Wir haben 7 durch Wurzel a und erweitern einfach mit Wurzel a. Das ist die einfachste Form, weil Wurzel a mal Wurzel a gibt a. Der Nenner ist rational, die Aufgabe ist gelöst, fertig. Bei der zweiten Aufgabe könnte man vielleicht sehen, dass Wurzel aus 9 einfach 3 ist. Und der nächste Punkt ist, das ist dieses Erweitern mit dem dritten Binom. Dritter Binomtrick. Klammer. Immer der gleiche Trick. Ich erweitere mit 3 plus Wurzel a. 3 plus Wurzel a. Und dann habe ich an der Stelle x minus y mal x plus y ist gleich x Quadrat minus y Quadrat. Okay, also ist gleich x Quadrat, das ist 9, minus y Quadrat, also a, Wurzel mal Wurzel ist a, also 9 minus a. Oben habe ich 3 plus Wurzel aus a. Der Nenner ist rational. Alles bestens, das brauchen wir nicht mehr. Bisschen übersichtlicher. Und fertig. Die dritte ist so leicht gemein. Ich habe hier die dritte Wurzel aus a. Damit dann a raushüpft, brauche ich diese dritte Wurzel aus a insgesamt dreimal. Also damit erweitern wir jetzt. Genau. Dritte Wurzel mal dritte Wurzel mal dritte Wurzel ist dann einfach a. Und oben kann man ein bisschen schöner zusammenfassen. Dritte Wurzel aus a Quadrat. Oder Quadrat kann auch draußen sein. So, das war das Thema Nenner rational machen. Dann haben wir hier eine typische Wurzelgleichung. Der erste Schritt, den man machen muss, ist die Wurzel isolieren. Also plus 2, dann habe ich Wurzel aus x Quadrat minus 4 ist x plus 2. Also die Wurzel steht alleine da, dann auf beiden Seiten quadrieren. Ich mache es ausführlich, also ich habe die Wurzel aus x Quadrat minus 4 in Klammern zum Quadrat ist x plus 2 in Klammern zum Quadrat. Wurzel Quadrat hebt sich weg, x Quadrat minus 4 und an der Stelle das Binom nicht vergessen. X Quadrat plus 4x plus 2. Das ist dieses Zeugs. A plus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Okay, an der Stelle fällt das x Quadrat weg. Und ich habe einen Fehler gemacht, und zwar hier. Quadrat. Genau. Und dann habe ich hier 4. Weiter geht's mit minus 4. Minus 8 gleich 4x, dann dividiert durch 4. Minus 2 gleich x. Wichtig, Probe machen. Und zwar immer dann, wenn ich das hier tue. Quadrieren auf beiden Seiten. Besteht die Gefahr, dass ich einen Fehler mache und ich muss zwangsweise die Probe machen. Also die Probe. Minus 2 in Klammern zum Quadrat minus 4, Wurzel draus. Minus 2 soll gleich sein minus 2. Also ich habe jetzt hier dieses minus 2 an der und an der Stelle eingesetzt. Minus 2 minus 2 ist 4, 4 minus 4 ist 0, das heißt minus 2 gleich minus 2 passt. Damit ist die Lösungsmenge gleich minus 2. Fertig. Das war die Aufgabe. Die nächste ist einfacher. Ich ziehe die dritte Wurzel. 27 ist ja 3 mal 3 mal 3. Die andere Zahl ist 8. Das ist 2 mal 2 mal 2. Das könnte auch vorkommen. So, dritte Wurzel aus 8 sollte man auch sehen. Also, wenn ich die dritte Wurzel ziehe, habe ich x minus 3 gleich 3. 3 rüber. X gleich 6. Probe machen. Vorsichtshalber. Und die passt. Vereinfache so weit wie möglich. Und schreibe alles hier. Und schreibe als Potenz. Also sowas wie x hoch irgendwas. Gut.
Wurzel, wenn nichts dasteht, ist es die Quadratwurzel. Quadratwurzel aus vierter Wurzel aus x. Das ist also die Wurzel aus x hoch 1 Viertel. Oder eben Klammer auf, machen wir es hier, Klammer auf x hoch 1 Viertel hoch 1 Halb. Hier muss man multiplizieren, ist x hoch 1 Achtel fertig. Die hier ist ein bisschen gemeiner, ist gleich. Also ich kann das schreiben als 1 durch a hoch 1 Halb, ist ja die Wurzel. Dividiert durch a hoch 1 Viertel, ist gleich. Das erste schreibe ich mit Minus. A hoch minus 1 halb. Minus bedeutet ja im Bruch rauf, wenn es unten ist, und runter, wenn es oben ist. Und jetzt mit dem Kehrbruch multiplizieren. Also das denke ich mir als a hoch 1 Viertel Eintel und dann mal 1 durch a hoch 1 Viertel. Und das kann ich wieder mit Minus schreiben. Also a hoch minus 1 halb mal a hoch minus 1 Viertel. Hier ist die Regel, dass ich die Exponenten addiere. Also das war dieses x hoch n mal x hoch m gleich x hoch n plus m. Das Zeug da. Genau, brauchen wir immer. Plus minus 1 Viertel minus 1 Halb addiert ist x hoch minus 3 Viertel. Genau. Und fertig. Nee, kein x. Wir haben jetzt ein a. Stopp. Hier. A hoch minus 3 Viertel. Aufgabe gelöst. Fertig. Vereinfache so weit wie möglich. Hier verstecken sich drei Tricks. Da kann man ausklammern. Ich kann eine 2 ausklammern. Ans Ausklammern sollte man immer denken. 2x minus 3y. Gut. Und oben, das riecht nach Binom. Also a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat, a ist 2x, b müsste dann sein 3y. Dann ist 2ab 2 mal 2x mal 3y. Das ist 4, das ist 12xy. Passt. Also es ist wirklich ein Binom, kein Trick, keine Gemeinheit. Und damit schreibe ich das als 2x minus 3y in Klammern zum Quadrat. Und zufällig passt es gut mit dem oben. Ich kann kürzen, wegen dem Quadrat bleibt hier was übrig. 2x minus 3y halbe. Ende aus, vorbei. Wir hatten hier noch die Pythagoras-Geschichten. So, ich habe einen rechten Winkel. Die Bezeichnungen sind verwirrend, deswegen hilft es einfach, sich die Buchstaben. Bei C ist immer der rechte Winkel. Gegenüber von A habe ich die Seite A, gegenüber von B die Seite B, dann unten die Seite C. Und hier, das ist Q und P. Und jetzt, wenn ich Z ausrechnen möchte und C habe und B gegeben habe, dann gibt es den Kathetensatz. B Quadrat ist C mal Q. Oder eben übersetzt, 12 Quadrat ist 18 mal Z. Und daraus folgt dann, Z ist 12 Quadrat durch 18. Und das ist, ja, ist 8. Fertig. Das haben wir schon mal. Jetzt fehlt hier mir noch mein X. Und wenn das 8 ist, also können wir den zum Beispiel mit dem Höhensatz machen. Ja. Ist gleich 8, dann ist das hier 10. Oder wir machen, nee, wir machen mal mit dem, einfach mit dem Pythagoras. Ich habe hier ein, das ist, wenn es mit Pythagoras geht, immer mit Pythagoras machen. Ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Hier ist der rechte Winkel und z ist 8. Also 8 und x und 12. Dann schreibe ich hin, x Quadrat plus 8 Quadrat gleich 12 Quadrat,
x gleich x Quadrat gleich 12 Quadrat minus 8 Quadrat, x gleich Wurzel aus 12 Quadrat minus 8 Quadrat. Das ist 4 Wurzel 5 und das wäre ungefähr gleich 8,9. Hier sind wir, 8,9. Also x haben wir hier, z haben wir hier, das war die Aufgabe. Die nächste ist noch ein Tick leichter, es ist ein Rechteck, deswegen habe ich hier die 12, hier einen rechten Winkel und hier die 5. Und dann gilt d² gleich 5² plus 12². D ist Wurzel aus 5² plus 12². Gibt eine natürliche Zahl, d ist 13. Ein sogenanntes pythagoreisches Tripel. Fertig. D gleich 13. So. Schaffen wir uns ein bisschen Platz. Braucht keiner mehr. Gut, wieder hier. Ich habe A, B, C. Bei C ist der rechte Winkel und ich arbeite mich mit den Buchstaben immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Ja, und so geht es dann hin. Dann habe ich gegenüber von A die Seite A, die Seite B. Bei B habe ich die Seite, habe ich das Q und beim Vierer habe ich das P. Ich suche Y und es gibt den Höhensatz. H Quadrat ist PQ. Das heißt, Y Quadrat ist 4 mal 8. Y ist die Wurzel aus 4 mal 8. So. Bisschen hässlich, der Stift. Genau. 4 mal 8 und die Wurzel draus gleich 4 Wurzel 2. Y ist ungefähr 5,6. Und das war die ganze Kurzarbeit. Mhm.